herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und wir haben jetzt leider den Galatiern den Krieg erklärt, obwohl die so nett war. Also ich bereue es gerade ein bisschen, aber ja, wir konnten hier nicht weitermachen. Deswegen sorry mein Handy. Deswegen haben wir hier ein bisschen Rambazammer gemacht. Ich hoffe, wir können denen dann später wieder den Frieden anbieten und die nehmen das auch an. Könnte sein, dass die jetzt ein bisschen stinkig sind, kann ich verstehen. Aber vielleicht können wir denen auch Geld anbieten. Oder sie greifen so an. Echt jetzt? Wieso greift er mich an? Der hat doch keine Chance. Vor allem, wenn wir es automatisch machen. 66. Aber ich... Okay, 66. Knapp 2000 gegen 2200. Na gut. Wahrscheinlich hat er wieder so heftige Speerwerfer. Gut. Dann spielen wir mal das Gefecht. Aber wehe, bei mir stirbt jemand. Ich hab halt... Also die da sind halt noch die Einser Peltasten, aber trotzdem dadurch, dass sie jetzt Gold 2 sind, haben die halt genauso eine Schlagkraft wie die anderen Peltasten. Gut, also da ist seine Armee. Wo stelle ich mich auf? Naja, ich würde ganz eiskalt sagen, ich verteidige den Berg. Und zwar richtig geil. So. So, das ist echt unfair. Okay. Hopliten. Die da sichern die Rückwand, die da sichern hier. Dann werde ich die hier aufstellen und die werde ich hier aufstellen. Die stelle ich hier auf. Ah, genau, Banner heben. Ja. Einflussbereich, Nahkampfabwehr. Gruppe motivieren. Das ist ein guter General. Ups. Ich glaube. Warte, hat er viel Kavallerie? Nee, hat er nicht. Der hat keine Kavallerie. Der hat eine Kavallerie. Dann werde ich mit meinen Eisen Dudes hier erstmal mich hier hinstellen. So. Und ja, deswegen ist Pikiniere auf dem Hügel einfach nur krank. Also das war halt wirklich ihre Stärke. Weil man muss halt sich erstens hochkämpfen. Ist schon mega anstrengend. Und dann kommt dann noch so eine Phalanx daher, ne? Ist schon nicht ganz so cool. So, warte, dann mache ich mal den Plänkler den Plänkler Lotus an. Okay. Die Plänkler Lotus. Warte, die Bürgerkavallerie geht mal hier raus. Warte, ja, die. Nee, die gehen zurück.
Weil gegen die Steinschleuderer sehen die ja nicht so gut aus. Dann wirft er hier, ne? Okay, wieder zurück. Warum schießt er nicht weiter? Das ist seltsam. Okay. Ja, genau. Das ist wieder so ein Scheißwerfer. Aber das ist egal. Ich kann auch werfen. Nur noch. Ich muss den mal umrunden. Sonst galapultiert er sich weg. Ja, ich frag nicht, was das für ein Wort sein soll. Okay, jetzt müssen die aber weg hier. Und dann greife ich die Fernkämpfer an. Ja, komm, weiter. Warte, nein. Nein. Nein, du gehst nicht vorbei. Du gehst da nicht vorbei. Ah, jetzt kann ich ja mal, warte. Gruppe motivieren. Das ist schön. Nee, ihr schleicht euch nicht dadurch. Was soll denn das? Schau mal, wie viel Bonus der jetzt hat. Voll lustig. So, und jetzt könnt ihr Garten galoppieren. Ah, habe ich schon gesagt, dass ihr das seid. Okay. Die sind ja immer noch da. Jetzt mal hier ein bisschen motivieren und ein bisschen Rautenformation. Jetzt volle Kanne rein. Bats. Ja, ich glaube nicht, dass die das wollen. Ja, sehr schön. Ach, ich wurde abgefangen. Das habe ich aber nicht unterschrieben.
Ach, hier sind wir schon fertig. Ach so. Warte, dann gehe ich mal hierher. Mal schauen, ob der das noch überlebt. Ich glaube nicht. Ah, der darf den aufreiben. Das ist in Ordnung. Sehr schön, das klappt alles wunderbar. Ein bisschen motivieren hier. Euer General fliegt. Und hier. Das ist auch gut. Ah, 6. Schade. Ah, das ist nicht ganz so gut. Na komm. Macht ihr das mal und hier kämpft mal hier. So, der General darf den mal komplett auflösen. Die beiden dürfen den komplett auflösen. Und hier. Der ist auch noch zu lebendig. So, immer schön. Oh. So. Immer schön. Formation ausmachen und dann klappt es auch mit den Einholen. In der Regel. Ja, wobei, ihr dürft es den General übrig lassen. Ist er schon weg? Krass. Sind auch schon tot. Ah ja, die kann fliehen. Naja, gut.
Aber das war glorreicher Sieg. Verluste 191, das kann man vertreten. 200, 200, gut. Der da hat am meisten von den Pikinieren geköpft. Warte mal. Ja, von den Pikinieren geköpft. Also, von den Pikinieren war der der erfolgreichste. So. Aber ganz ehrlich, selbst ohne das Einbunkern hätte ich ihn. Ich schätze mal. Ja. Locker besiegt. Ah, schade, der hat das. Ja, okay. Da war eine Fullstack-Armee. Die ist nicht so leicht, die dann zu kapern. So. Natürlicher Tod hält. Mission erteilt. Kein Streiter. Ja, auf jeden Fall. Alle Attribute. Erfahrungs. Das ist gut. Ah, das ist auch gut. Kann ich noch rein? Natürlich kann ich noch rein. Und zwar hier. Alexander Stolz. Der geht jetzt da aber mal raus. Aus dem Hause raus. So, oder? Minus 6 hat er dann noch. Okay, dann bleibt er eine Runde mal drin. Dann mache ich hier noch einen zweiten Streiter hin. Und zwar den da. So, der hat. Der ist so genial. Und der ist 49, das ist gar nicht so alt. Ja, richtig gut. Genau, sammeln, motivieren, was ist das? Okay. Das ist. Genau, das wollte ich ja machen. Warte, was ist da? Schneller Angriff. Ja, das ist erst mit Level 3. Hier ist nix. Ja. Dann kann ich jetzt Kampfkonzentration. Haha. Das macht richtig Spaß, wenn der General so ein heftiges Tier ist. Mit ganz vielen Fähigkeiten. So, ich würde sagen, nächste Runde. Ach, ich kann schon diese Runde. Das ist ja ein Ding. Nee, nächste Runde. Nächste Runde. So. Krieg erklärt, Haushalt erweitert sich. Schiffsbau. Genau, der da. Ja. Und der. Ja, der baut jetzt wieder eine Fullstack. Das ist nicht ganz so. Wunderbar. Aber mei. Was soll man machen? Hier könnte ich auch noch einen Agenten machen. Ja, Wachstum pro Runde, Wohlstand aus allen Handelsgebäuden. Habe ich hier halt nix. Stelle ich hier die kulturelle Konvertierung auf. Super. Dann hätten wir das auch. Ah, den habe ich vergessen. Ja. Genau. Dann will ich mir den Frieden mit Galatien erkaufen, weil dann kann ich mich ja vollständig auf einen neuen Feind konzentrieren. Sei es jetzt Sparta oder Pergamon oder ein ganz anderer. Aber Pergamon ist mein Klientel, das blüht.
Genau. Mit eurer Macht wächst das Bedürfnis, eure militärischen Fertigkeiten und zivile Infrastruktur zu entwickeln. Denke ich mal auf zivil. Sklave. Ja, das stimmt. Gut. Uiuiui. So. Und hier, warte. Ich umstell mal. Ist das derjenige, der... Nee, das ist der andere. Warte, wo ist der? Das ist der, ne? Genau. Warte. Wobei, das ist... Die braucht eigentlich kaum noch Erfahrung. Und der hat Verstärkungsrate. Ja, okay. Dann bilde ich ihn mal aus. Und ja. Erobern. Und ja. Die 800, das bringt nichts. So, sehr schön. Du kommst jetzt mal mit einem gewaltigen Marsch hier rein. Ausbildung, konvertieren, Marktsiedlung, lokaler Handel hier. Und dann, warte mal. Genau, und jetzt versuche ich auf Diplomatie. Ja, sehr schön. Okay. Sehr geht. Jetzt mal ruhig, Kleine. Gut, wir sind schon wieder fertig für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Provinz und können hier wieder etwas öffentliche Ordnung gestalten. Jetzt muss ich schauen, dass ich in Asien wieder zurückkomme. Also wahrscheinlich mit Alexander Stolz. Und ja. Genau, Technologie. Genau, habe ich ja jetzt auf auf Wirtschaft gesetzt. Wachstum pro Runde. Gibt es irgendwas mit öffentlicher Ordnung? Das wäre jetzt das Wichtige. Zolleinkommen. Wohlstand durch Landwirtschaft. Korruption. Baukosten. Ja, dann mache ich hier minus 10% Auftreten politischer Vorkommnisse. Das ist ganz gut. Gut, dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Und bis dann. Bye.